Im heutigen Tag täglich hat Frank sein eigenes Mikro, auch wenn ihr ihn gerade nicht im Bild seht, ihr hört ihn. Schnauf mal, Frank. Ja, das ist Frank und von dem gibt es vielleicht auch gleich was zu sehen, auf jeden Fall aber viel zu hören nach dem Intro. Das ist Berliners Gigatech. Ich bin Armin, Tech täglich vom 19. Wahnsinnig kalt geworden, oder Frank? Sag mal. Mega kalt. Toll, oder? Wenn Frank sich zum Wetter äußert, obwohl er gar nicht im Bild ist. Also man hört ihn jetzt, hoffe ich. Das war ja ein Wunsch letzte Woche. Wir wollten das schon am Freitag umsetzen, war Frank aber nicht da. Hatten wir schon ganze Mikrofonkonstruktionen, richtige so eine Schallkammer für Frank aufgebaut und dann war der nicht da. Aber heute... Das muss ich vorsichtig sein, geschickt eingefädelt. Ja. Heute hört ihr ihn und vielleicht holen wir ihn nachher hier auch noch auf unsere Showbühne. Mal gucken. Ich habe natürlich aber auch noch außer Quatsch ein paar Themen. Und zwar fangen wir an mit einem Testbericht, der am Freitag, den konnte ich nicht mehr in den freitäglichen Taktik nehmen, weil er erst um 20.21 Uhr online gegangen ist. So lange hat Sebastian sich die Finger wund geschrieben und zwar iPhone 8 im Test. Wer im Schatten steht, hat es schwer. Severin hat doch geschnibbelt. Ach, Severin hat noch ein Video geschnitten, da. Severin hat sich die Finger wund geschnitten, während Sebastian sich die Finger wund so getappt hat. So weil wie Edward mit den Scherenhänden. Dass es endlich fertig wird. Severin ist eine Koryphäe auf dem Cutterfeld. Man hört das jetzt alles, Frank, was du sagst. Man hört das jetzt alles sehr laut, was du für Quatsch-Witze da erzählst. Das war die Intention. Lange Rede, kurzer Sinn. Unser iPhone 8 Testbericht ist online. Könnt ihr euch durchlesen, falls ihr es noch nicht getan habt. Wie immer bei Testberichten möchte ich nicht spoilern, aber bei so einem iPhone-Testbericht... Oh! Also, überraschend geringe Wertung, möchte ich jetzt mal sagen. Oh, gut, da genug gespoilert. Also, lest euch den Testbericht unter giga.de/apple durch und seid ein bisschen überrascht. Dann, WhatsApp ist ja ein Thema, das viele Leute interessiert, erstaunlich. Bei uns laufen die WhatsApp-Artikel immer am besten. Also, wenn Frank jetzt hier so total intelligente Prognosen, was passiert eigentlich mit der Technikwelt in 30 Jahren, das lesen ein paar Leute und sagen, toller Artikel, aber wenn wir schreiben, WhatsApp hat einen neuen Haken, 1 Million Leute und total begeistert. Irre. Deswegen habe ich 2 WhatsApp-Themen heute in den Tech-Täglich, weil ich mal mehr Klicks für den Tech-Täglich habe. Ich werde auch in die Überschrift vom Tech-Täglich nur WhatsApp und iPhone 8-Test reinschreiben. Und zwar haben wir... Eine Bilderstrecke gemacht, die mal zeigt, was es eigentlich so für Funktionen in WhatsApp gibt, die man vielleicht gar nicht kennt, wenn man WhatsApp nur zum Chatten benutzt. WhatsApp kann ja viel mehr. Ich habe mal geguckt, also zum Beispiel Nachrichten direkt beantworten, okay, Videochat, also Bild-in-Bild-Videochat, einzelne Chats durchsuchen kann man in WhatsApp. Was? Das geht? Ja, das ist irre. WhatsApp hat so viele neue Chats fixieren. Farbfilter für Bilder. Was hat Stefan entdeckt? Ach ja, dass man in der Gruppennachricht sieht, wer die Nachricht schon gelesen hat. Ah, man kann in der Gruppennachricht sehen, wer von der Gruppe schon die Nachricht gelesen hat. Das darf man dann aber nicht Mutti zeigen, sonst ist sie enttäuscht, weil man die ganzen Witzvideos im Familienchat nicht anschaut. Ich gucke hier gerade weiter, man kann Texte in Bilder integrieren, alles onboard in WhatsApp. Also wenn ihr wissen wollt, was für Features WhatsApp eigentlich alles hat, die ihr noch gar nicht kennt, dann schaut euch diese Bilderstrecke an unter giga.de/tech. Verlinken wir natürlich alles auch in der Beschreibung. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich WhatsApp. WhatsApp hat, bekommt jetzt diese Sticker, so wie im Facebook Messenger. Ich persönlich finde die furchtbar. Also das heißt, es sind keine Emojis mehr, die ihr in der Textnachricht einfügt, sondern das sind eigenständige Sticker. Also ihr klickt dann nur drauf und dann kommt so ein großer Sticker. Und das sind dieselben albernen Symbole wie im Facebook Messenger. Also diese übertrieben großen Smileys und so Füchse, die sich lieben und irgendwelche Schafe, die niedlich sein sollen, kommt jetzt. Könnt ihr euch, Frank, du schießt im Bild, könnt ihr euch in auch eben einer, ist das auch eine, ist auch eine Bilderstrecke, könnt ihr auch eine Bilderstrecke auf giga.de slash Das nennt angucken? Sich nicht Bilderstrecke, das nennt sich Visual Story. Visual Story. Bilderstrecke, Visual das klingt Story. Ja so, als ob wir hier unsere Leser als Klickviech missbrauchen wollen. Da könnt, meine Fresse. Könnt ihr euch durch Visual Storyen und dann wisst ihr, was für hässliche Sticker nach WhatsApp kommen. So, da sind genug WhatsApp-Themen gewesen. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar... Das iPhone X, das zwingt die Android-Hersteller zum Umdenken und hat sogar schon Einfluss aufs Galaxy S9. Und zwar berichten Analysten oder Subunternehmer, Zulieferer. Irgendwer berichtet davon, dass die ganzen Android-Hersteller jetzt lauter Face-ID-Hardware haben wollen. KGI hat das. Genau. Also Face-ID hat Apple ja jetzt eingeführt. Funktioniert das eigentlich gut? Das soll gut funktionieren. Das soll gut funktionieren. Also ich meine, die Technik ist ja jetzt auch nicht nagelneu. Ne? Das ist ja im Prinzip das, was Microsoft bei der Xbox da mit dem, wie hieß das nochmal? Weiß ich nicht.
Kinect. Man hatte, nur halt viel, viel kleiner. Das ist halt das Apple große Neue. Apple hat die Firma hinter Kinect gekauft. Das heißt, Apple hat jetzt das Monopol. Nein, Apple hat jetzt das Know-how, konnte das im iPhone bauen. Und jetzt merken die Android-Hersteller, Scheiße, brauchen wir auch. Weil Fingerabdruckscanner ist ja sowas von. Monika, was hast du denn? Monika, ach, mit Geschenken. Kannst du mal kurz hier in die Kamera mit dem ein Riesenpaket hier bekommen. Komm, wir helfen dir tragen. Das ist Monika. Die schreibt immer die tollen Deals. Und hier haben wir ein ganz großes Paket bekommen. Mit Hardware drin. Da lasse ich mich doch zurück zum Thema. Also die Android-Hersteller wollen jetzt offensichtlich aufholen in dem Bereich und bestellen ganz viel Hardware, die sie für Face ID brauchen. Das heißt, wir können im nächsten Jahr dann mit lauter Android-Smartphones rechnen, die auch Face ID können. Und das Samsung Galaxy S9 könnte ein erster Kandidat sein. Wobei ich heute auch auf Giga gelesen habe, dass der Fingerabdruckscanner beim Galaxy S9 jetzt doch unterm Display sein soll. Beim Note 9. Beim Note 9? Ach, da habe ich falsch gelesen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das der richtige Weg ist hier mit Face ID und dieser ganzen Abtasterei. Also lustig wäre ja mal, wenn da wirklich eine Hand rauskommen würde und dir so im Gesicht rumtatschen. Das finde ich auch lustig. Frage ist so gut, dass du ein Mikro jetzt hast, dass man das alles hört, was du für lustige Ideen hast. So, und dann gibt es aber noch eine traurige Nachricht. Traurig für alle, die immer noch an Windows als, also Windows 10 als Smartphone OS festgehalten und geglaubt haben. Gibt's niemanden. Doch, gab's bestimmt ein paar. Ein Microsoft Manager, beziehungsweise sogar der Microsoft OS-Chef. Ja, Joe Belfiore. Kenne ich nicht. Joe Belfiore. Na hallo, der macht doch hier Keynotes immer und der ist schon ein Wichtigen. Der hat jetzt in verschiedenen Tweets eigentlich das Ende von Windows als Smartphone OS bekannt gegeben. Und zwar bekam er die Frage von irgendwem, was er denn jetzt glaubt, ob man weiter auf Windows setzen soll. Und dann meinte er, es kam kein klares Nein, sondern es kam, kommt drauf an, wer du bist. Wenn du irgendwie in einer Company arbeitest, könnte es schon sein, dass es Sinn macht, weil die Firma da irgendwie drauf steht. Exchange Server, wobei auch das gibt es ja. Und also dann hat er, und das ist viel schlimmer, hat er gesagt, als End-User, also als Individuum, hätte er selber schon geswitcht, er sagt nicht wohin, ob zu Android oder iOS, wegen der App- und Hardware-Diversität. Mhm. Also hat ja neulich auch Bill Gates schon von sich gegeben, dass er mittlerweile ein Android-Smartphone hat. Ja. Und ja, also ganz ehrlich, Microsoft ist da auch, macht da nur Butter bei die Fische. Ne? Also die wissen ja selber um den Misserfolg ihres Mobilbetriebssystems. Ich finde es ja schade. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man kein Duopol oder Monopol hat. Mhm. Letztlich ist es halt einfach nur eine realistische Einschätzung der Sachverhalte. Ja. Und er hat zum Schluss dann auch nochmal erklärt, dass sie sehr, sehr intensiv versucht haben, App-Entwickler zu incentivieren, doch für Windows zu entwickeln. Die haben denen sogar Geld gegeben. Fun Fact, ich habe tatsächlich auch mal für mein uraltes Privatblog eine Anfrage von Microsoft bekommen. Sag mal, willst du nicht eine App haben für Windows Mobile? Mhm. Ich so, warum? Ich schreibe da gar nichts mehr drauf. Habe das dann auch nicht weiter verfolgt. Aber die waren wirklich, ich will fast sagen, verzweifelt und super investiert darin, Content für ihre App-Stores zu bekommen. Ja, schlussendlich ist aber, für die meisten Companies war das Nutzervolumen von Windows Mobile zu gering, als dass die da groß investiert hätten. Tja, schade, also damit ist Windows Mobile wohl endgültig Geschichte. Das waren die Tech-Themen und jetzt schauen wir noch ganz kurz in die Kommentare. Frank hat so viel erzählt, jetzt muss ich hier mich wieder kurz fassen. Und zwar, es gab, das hast du gar nicht mitbekommen, du wurdest im vorletzten Tag täglich hart gedisst. Also da hat jemand wirklich schlimme Beleidigungen. Was, wirklich? Und dann habe ich gleich gesagt, die kann ich überhaupt nicht wiedergeben, diese Beleidigung. Aber das geht so nicht. Frank wird hier nicht gedisst. Und dir sind wahnsinnig viele Zuschauer zur Seite gesprungen. Muss ich auch noch mal gucken. Also war schlimm. Obwohl, nein, ich will mich damit nicht belassen. Wahnsinnig viele Zuschauer zur Seite gesprungen. Also es geht hier los mit Baran Sasani, der sagt, Frank ist ein toller Gentleman. Oh, danke. Dann hat Niklas gesagt, wie, Frank wurde beleidigt. Sowas geht echt nicht. Siehste? Dann hat Exotion gesagt, wie zur Hölle kann man Frank beleidigen? Voll der coole Typ. Das würde ich auch unterschreiben. Es war ganz schön anstrengend, mir diese ganzen Accounts anzulegen. Aber und dann hat zum Schluss noch Frogcast, und das wäre jetzt sehr gruselig, wenn du das selber geschrieben hast, Frank ist der Beste, er soll sich mal richtig hart geknuddelt fühlen. Frank, toll. So, haben alle den Frank. Super nett. Schön, nee, zu hören. Also da muss ich auch mal ganz ehrlich unsere Zuschauer loben. Das finde ich nämlich absolut super, dass wenn einer mal ein bisschen Stunk macht, dass dann halt gleich Leute kommen und sagen, nee, hier mal ein bisschen langsam. Und finde ich auch gut. Also ein sehr um Ausgleich bemühtes Publikum haben wir. Das finde ich auch gut. So, und jetzt kannst du gleich hier mal gucken, ob du dem ganzen Lob gerecht wirst. Nämlich Basco Damalia sagt, hallo GigaTech, ich würde gerne wissen, ab wann man mit einem Hands-On rechnen kann am Pixel 2. Mich würde dabei besonders das Unboxing interessieren, was alles dabei ist. Und ob man das Pixel in eine universale Handyhalterung stecken kann, ohne die
Squeeze-Funktion zu aktivieren oder ob diese genauso gut mit einer Google-Hülle funktioniert. Gut, das kannst du jetzt noch nicht beantworten, aber... Doch, kann ich. Also, wann können wir mit einem Pixel rechnen? Sobald das Gerät bei uns in der Redaktion ist. Ich denke, das wird zeitnah, entweder kurz vor oder zum Release in Deutschland der Fall sein. Der wann ist? Ich glaube, nächste Woche. Nächste Woche schon? Ja, ich meine gut. Ja. Und zum... zu der anderen Frage mit dem Squeeze. Man hat ja die Möglichkeit, die Stärke einzustellen. Und wenn man selber, also wenn man das dann so einstellt, dass man wirklich ganz hart drücken muss, dann denke ich mal, wird das auch mit so einer Halterung nicht unbedingt anspringen. Oder, ja. Oder man schaltet es aus. Also ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man dieses Squeeze-Feature wirklich braucht, weil beim Pixel ist es ja auch nur dazu da, den Google Assistant aufzurufen. Und den kannst du auf so viele andere Arten auch aufrufen. Also ich jetzt per Touch, per Voice. Die ganze Zeit überhaupt nicht zugehört, weil Ben Faxen hinter der Kamera gemacht hat und ich mich darüber amüsiert habe. Aber war bestimmt lehrreich, was du jetzt erzählt hast. Ja, können wir mal die Leser fragen. Ja, fragen mal die Zuschauer, ob das sinnvoll war, was Frank jetzt gerade erzählt hat. Kommentiert das drunter und wenn Frank euch blöd gekommen ist, dann hatet ihn ruhig weg. Das gleicht sich dann im übernächsten Tag täglich wieder aus. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Voll gut hier mit Mai. Sehr verhaltener Applaus. Können wir auch ein bisschen rappen? Rappen?